In diesem Video geht es um den Versuch, die neue Lufthansa Allegris Kabine noch vor dem offiziellen Start auszuprobieren. Kleine Enttäuschungen, große Enttäuschungen und Enttäuschungen, die eigentlich keine sind, aber der Reihe nach. Es ist Samstag, der 20. April und wir machen uns standesgemäß im gestretchten Benz auf Richtung Hannoveraner Flughafen. Erste Enttäuschung, es ist Bundesliga und wir geraten in eine Bahn voller Fans. Es wird geraucht, getrunken und schief gesungen. Herrliche Atmosphäre, immer wieder. Aber es sollte nicht die einzige Enttäuschung heute bleiben. Was ist denn überhaupt unser Plan? Wir fliegen heute von Hannover nach München, verbringen eine Nacht am Flughafen und werden Sonntag früh weiter nach Hamburg fliegen. Und warum? Nun, traveldeals.de hat berichtet, dass es mehrere Flüge zwischen den drei Städten geben wird mit einem A350. Da der offizielle Allegris-Start kurz bevorsteht, ist es also wahrscheinlich, dass diese Testflüge mit dem nagelneuen Allegris-Flieger durchgeführt werden. Doch als wir im Luftfahrtshop des Terminalgebäudes stöbern, hören wir schon die schlechten Nachrichten. Lufthansa hat die Maschine ausgetauscht. Statt des A350 kommt ein kleiner A23. Etwa 50 Spotter würden schlecht gelaunt bei McDonald's sitzen. Ja, da war auch meine Laune erstmal im Eimer. Flightradar bestätigt das leider auch, was da auf uns zukommt. Also ab durch die Sicherheitskontrolle und in den Wartebereich. Auch hier sind viele enttäuschte Mitleidende, die extra nur wegen dem A350 ein Ticket gekauft haben. On top hat unser Flieger noch eine Dreiviertelstunde Verspätung. Dass ihr Lufthansa Flug LH2097 nach München aufgrund einer verspäteten Ankunft des Flugzeuges verspätet ist. Es kam mir schon komisch vor, dass ich am Vorabend keinen Platz mehr reservieren konnte. Die Seatmap gab es schlicht nicht mehr. Nun gut, dann also ab in den kleinen Airbus. Ja, von Lufthansa gibt es ja 100 verschiedene Größen. Ne? Willkommen. Hallo. Hallo. Wir haben leider einen Mittel- und einen Gangplatz. Auch der Kapitän ist sich der Situation durchaus bewusst. Ich weiß, viele von Ihnen haben sich auf einen Airbus A350 gefreut. Irgendwie musste eine Maschine ausgespult werden. Wir wurden kurzfristig aktiviert, hier einzuspringen, um Sie mit dem Airbus A321 abzuholen. Natürlich läuft sowas nicht mehr ganz pünktlich ab, so kurzfristig, wie das heute gelaufen ist. Ich bin mir auch bewusst, dass viele von Ihnen Anschlussflüge haben und wir werden Sie jetzt so zügig wie möglich nach München bringen. Die Hoffnung, dass wenigstens der Flug morgen mit dem A350 klappt, bleibt ja noch. Also auf nach München. Der Flug an sich ist ruhig und ziemlich unspektakulär. Der Sitzabstand ist vollkommen in Ordnung und sobald wir die Reiseflughöhe erreicht haben, wird das WLAN eingeschaltet. Lufthansa Flynet. Das erlaubt bei Lufthansa, dass du vollkommen kostenlos Messenger-Dienste nutzen kannst. Für einen Aufpreis sind sogar Streaming-Dienste nutzbar. Unterwegs erhält jeder Fluggast eine kleine Flasche Wasser und eine kleine Tafel Schokolade. Wenig später ist dann auch wieder alles vorbei und der Landeanflug nach München beginnt. Und neben was parken wir? Neben einem A350. Danke, liebe Lufthansa, dass ihr den Finger nochmal in die Wunde legt. Für uns geht es jetzt erstmal ins Hotel, denn München begrüßt uns mit einem schönen Schneeregen. Von wegen warmer Süden, alles nur Marketing. Mit dem Novotel München Airport haben wir allerdings ausnahmsweise mal richtig Glück.
Wir bekommen ein Zimmer mit Blick auf die Nordbahn. Nun können wir doch noch ein bisschen im Trockenen spotten. Abends geht es dann noch auf die Aussichtsplattform, doch bis auf ein paar wenige Flieger und einen rumpöbelnden Obdachlosen bekommen wir nicht allzu viel Entertainment geboten. Also wieder zurück ins Hotel und früh schlafen gehen. Denn am nächsten Tag klingelt der Wecker schon um 4 Uhr morgens, damit wir noch ein bisschen die Lounge vor unserem Business-Class-Flug genießen können. Moin, also ihr habt gesehen, der Hinflug, wo wir jetzt die Allegris-Kabine im Economy testen wollten, war leider ein absoluter Reinfall. Es waren ungefähr am Hannoveraner Flughafen, so hat uns der Fanshop-Betreiber gesagt, 50 Spotter. Die mussten erfolglos wieder alleine ziehen. In unserem Flugzeug waren jede Menge Leute, die extra nur wegen dem A350 gekommen sind. Auch die waren enttäuscht. Was ich persönlich am schlimmsten fand, vor uns saß ein Jugendlicher, der hatte nur den einen Flug, nur Hannover-München gebucht und das auch noch von seinem Taschengeld bezahlt. Also das ist ja wirklich, ja, herzzerreißend. Es ist, wie es ist. Man hat keinen Anspruch auf den Flugzeugtyp. Man bezahlt ja für die Reise und nicht für das Flugzeug selbst. Wirklich, wirklich schade, aber was sollst du machen? Wollen wir mal hoffen, dass wenigstens jetzt unser Business-Class-Flug morgen stattfindet im A350 und nicht wieder in sowas Kleinem. Aber wenigstens eine Entschädigung haben wir. Wir haben uns hier ein Hotelzimmer im Novotel gesichert. Das ist wirklich schick und wir haben Ausblick auf die Runway. Beziehungsweise wir können auf die startenden Flugzeuge gucken. Das ist schon ganz nett. Der Bus 635 bringt uns in nur wenigen Minuten wieder zum Terminal. Erstaunlicherweise fährt er sogar sonntagmorgens im 10-Minuten-Takt. Die Sicherheitskontrolle dauert gerade mal 5 Minuten und so sind wir pünktlich um 5 Uhr kurz vor der Loungeöffnung im Sicherheitsbereich. Dort werden wir freundlich begrüßt und finden eine blitzsaubere nach Rührei und Kaffee duftende Lounge vor. Es gibt eine schöne Auswahl an Brot, Brötchen, verschiedene Aufschnitte, Rührei, Frikadellen und gebackene Bohnen. Natürlich gibt es auch sämtliche leckere Kaffeespezialitäten. Meine Empfehlung geht klar zum Rührei. Wirklich lecker. So könnte wirklich jeder Flug starten. Immer wieder geht mein Blick auf die digitalen Bordkarten. Der vorige Tag macht einen dann doch etwas nervös. Wird es noch einen Gate-Change geben? Werden die Sitzplätze geändert? Landen wir vielleicht doch noch in einem kleinen Flieger? 45 Minuten vor Abflug begeben wir uns dann zu unserem Gate G38. Und ja, wir haben heute Glück. Da steht ein schicker Airbus Widebody. Doch das Rufzeichen passt irgendwie nicht zum neuen Allegris-Flieger. Haben wir vielleicht doch schon wieder Pech? Mit einer leichten Verzögerung beginnt das Boarding. Boarding Card gescannt und ab ins Abenteuer. Jetzt. Oh ja, komm mal. Ach. Ich bin ganz zufrieden. Hallöchen. Moin. Sie wissen, wo lang? Ach, D, ach, G. Einer ja, da, einer Mitte, da, ne? Genau. Sie können aber einmal durchlaufen. Ja, alles klar. Moin. Moin. Oh, geil. Ah, ja. Das ist aber nicht erholt. Grüß dich, Flo. Moin. Wie geht's dir? Ich bin froh, wenn ich wirklich... Wie ihr schon gehört und wahrscheinlich auch erkannt habt, ist das nicht Lufthansas neuester Kranich. Also keine Allegris Suiten für uns. Aber ganz ehrlich, ist mir vollkommen egal. Wir sind immerhin in der Business Class von Lufthansa und nicht irgendwo. Noch schnell einen Blick in die Echo und Premium Echo, bevor es voll wird. Sieht auch super aus, oder? Wir können uns über einen super bequemen Sitz freuen, der sich in ein Flatbed verwandeln lässt, einen schönen Bildschirm, der zwar ziemlich merkwürdig etwas versetzt vom Sitz angeordnet ist, Kopfhörer und einen tollen Service. Da wir leider nur Sitze in der Mitte bekommen haben, kann ich euch nicht mit Blicken aus dem Fenster verwöhnen, doch der A350 hat Außenkameras. Das finde ich persönlich sogar noch viel cooler. Die Verspätung baut sich weiter auf, denn wir warten noch auf 10 Fluggäste aus anderen Flügen. Könnte mir in dem Moment ehrlicherweise nicht egaler sein. Lasst euch ruhig Zeit, ich muss hier nicht früher aussteigen als nötig. Doch mit nur 25 Minuten Verspätung ging es dann doch auch los. Auf zur Südbahn und ab Richtung Norden.
Wusstet ihr schon, dass ihr den Entertainment-Bildschirm vor euch mit eurem Smartphone koppeln könnt? Über die App LH Entertainment geht das ganz einfach. Damit könnt ihr dann die Inhalte auf eurem Gerät durchwühlen und den Bildschirm steuern. Gerade für mich als Sehbehinderter ein echter Gewinn, denn mein Smartphone kann ich sehr viel einfacher bedienen als den Touchscreen vor mir. Auch hier ist natürlich Flynet, also das Internet für alle ab Reiseflughöhe verfügbar. Jetzt ist übrigens ein guter Zeitpunkt, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr schöne Reiseberichte sehen wollt und mein Kanalwachstum unterstützen wollt, gebt mir euer Abo-Herz, lasst einen Daumen nach oben da und verratet mir, ob euch das Video gefallen hat oder was ich eurer Meinung nach noch besser machen könnte. Sprechen wir mal über den Preis. Ich habe für zwei Personen rund 270 Euro bezahlt für den Flug von Hannover nach München und München nach Hamburg. Vier Tage vor Abflug habe ich dann für den letzteren Flug ein Upgrade-Gebot abgegeben, welches glücklicherweise angenommen wurde. Das waren dann auch nochmal 75 Euro pro Person. Wir kommen also auf einen Gesamtpreis von 420 Euro. Nicht gerade günstig, um von A nach B zu kommen, aber wann hat man schon mal die Gelegenheit, in einem Langstreckenflugzeug für so einen Preis zu fliegen? Das sind ja immerhin effektiv 210 Euro pro Person. Also wollen wir uns mal überhaupt nicht beschweren. Rund 30 Minuten vor Ankunft kommt dann auch der Gastro-Service bei uns an. Es gibt ein kleines, nett hergerichtetes Frühstück auf Porzellangeschirr und zwei Getränke. Doch da müssen wir uns ziemlich beeilen. Mitten während des Essens fängt der Pilot schon mit dem Landeanflug an. Schnell runter also mit dem Kaffee und abräumen lassen. Wirklich schade, dass unsere Lufthansa Business Class Erfahrung schon zu Ende sein muss, aber so ist es eben. Ein kleiner Tipp noch für diejenigen, die noch kurzfristig Lufthansa Allegris testen wollen und nicht nach Kanada fliegen möchten. Scheinbar werden noch kurze Flüge von München nach Frankfurt durchgeführt am 26. April. Da passt dann auch die Seatmap der Business Class zum Allegris Design. Und wer noch mehr über Allegris wissen möchte, der sollte sich mein Video von der Allegris Roadshow ansehen. Da bekommt ihr alles von der Echo bis zur First geballt präsentiert. Freut mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid bei unserem kleinen Lufthansa-Abenteuer. Im nächsten Video kümmern wir uns dann mal wieder um die grüne Gefahr auf deutschen Autobahnen. Bis zum nächsten Mal, euer René.